Hi, ich bin Martina. Willkommen auf meinem Kanal Ich werde gesund. Heute darf ich Gwendolin interviewen. Gwendolin kommt aus Deutschland und sie hatte ME/CFS und ist vollständig wieder gesund geworden. Gwendolin hat auch ein Buch geschrieben, sie hat einen YouTube-Kanal und ist sogar Coach, aber dazu später mehr. Bin total gespannt heute auf dieses Interview, um was sie alles zu erzählen hat. Aber vorab wie immer, ich möchte dich hier weder von irgendwas überzeugen, noch von irgendetwas abhalten. Ich möchte hier auf diesem Kanal lediglich Strategien teilen, die mir bislang geholfen haben, meinen Zustand deutlich zu verbessern. Und heute möchte natürlich auch die Gwendolin ihre Strategien teilen, die ihr geholfen haben, wieder vollständig gesund zu werden. Aber jede Geschichte mit dem ME/CFS ist ein bisschen anders und deswegen auch jeder Weg heraus ein kleines bisschen anders. Und natürlich alles, was wir heute erzählen und worüber wir reden, ersetzt nicht das Gespräch mit einem Arzt, einer Ärztin oder einem anderen Therapeuten. Hi, Gwendolin, willkommen auf meinem Kanal und ich freue mich total, dass du jetzt heute für mich Zeit hast. Hallo Martina, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, mich würde natürlich als erstes ein bisschen was interessieren zu deiner Geschichte mit ME/CFS. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass die Krankheit häufig ganz abrupt beginnt, zum Beispiel nach einer Virusinfektion oder wenn man irgendwie ein ganz stressiges Erlebnis hatte. Bei manchen ist es aber auch so, dass die Krankheit eher schleichend beginnt. Und ja, wie war das denn bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja. Genau, also ich glaube, da sprichst du schon mal was Gutes an. Also so Traumaerlebnisse spielen da oft eine Rolle im Leben. Und es muss nicht unbedingt sein, dass das Trauma dann die Krankheit entwickelt, sondern es kann dann viel, viel später auch irgendwas Kleineres sein, wie eben ein Virus. Und ich denke, bei mir war das so eine Kombination. Also ich hatte in meinem Leben einige Traumata erlebt und hatte dann mit Anfang 20 das pfeifische Drüsenfieber. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich es hatte, weil sich das nicht großartig bei mir geäußert hat. Das heißt, ich hatte irgendwie nur so, ja, wie ein Infekt quasi, so ein bisschen Halsweh, leicht erhöhte Temperatur, aber nichts Weltbewegendes. Und ich bin dann auch nicht so richtig darauf eingegangen, weil ich dachte, ja, ist halt irgendwie nur ein Infekt, dann mache ich jetzt halt weiter, habe weiter Sport gemacht, habe dann ein Studium angefangen, bin nach Regensburg gezogen und habe aber da schon irgendwie gemerkt, oh, irgendwie irgendwas stimmt nicht, mir geht's nicht gut. Und habe dann im Laufe des Studiums auch gemerkt, dass das eigentlich nur noch schlimmer wurde. Also dass ich in die Vorlesung gegangen bin und eigentlich sofort wieder einschlafen konnte und dann direkt danach wieder nach Hause gegangen bin, weitergeschlafen habe. Und dann bin ich nach und nach einfach zu Ärzten gegangen, um abzuchecken, was los ist. Und die konnten mir einfach nicht helfen. Und irgendwann war es dann so, sag ich mal, schlimm, dass ich kaum noch in der Lage war, mich selber zu versorgen und bin wieder zurück zu meinen Eltern nach Dresden gezogen. Und dann kam, sage ich mal, so der erste richtig, richtig große Crash, wo der Körper dann eben gesagt hat, oh, jetzt hole ich mir die ganze Ruhe, die du mir vorher nicht gegeben hast. Und dann wurde es richtig, richtig schlecht. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo bei mir ME/CFS am allerschlimmsten war. Also das ging dann so über 1-2 Jahre, wo ich nicht wusste, was es ist, wo es mir einfach nur schlimmer und schlimmer ging, wo ich nichts mehr machen konnte, wo ich die meiste Zeit im Bett lag. Und ja, das war sozusagen bei mir der Anfang von der ganzen Geschichte. Und dann hat es dann noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann auf den Lightning-Prozess gestoßen bin und meine Recovery-Story selber sozusagen in die Hand nehmen konnte. Ja, das ist bei mir die Entwicklung. Ja, okay, schon mal gut zusammengefasst. Ganz wichtigen Punkt hast du aus meiner Sicht erwähnt, das nehme ich, also ich hatte auch pfeifisches Drüsenfieber und es ging auch danach los. Und ich dachte immer, das ist der Auslöser und hatte mich immer voll darauf fokussiert und eigentlich auch alles, was ich jetzt an Verbesserungen machen wollte, war eigentlich immer darauf ausgerichtet. Aber du hast völlig richtig angemerkt, dass eigentlich wahrscheinlich schon sich das Ganze viel länger schon angebahnt hat durch verschiedene traumatische Ereignisse oder stressige Ereignisse. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist mir das auch total klar. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, dass du das erwähnt hast. Ja. Ich glaube, dass das auch bei ganz vielen Menschen so ist, dass sie sich fokussieren oder sie suchen nach der einen Sache, die das ausgelöst hat. Aber oft ist es eben nicht nur die eine Sache. Und ich glaube eben, dass Traumata eine große Rolle spielen. Und wenn ich von Traumata spreche, meine ich nicht nur Schocktrauma, also nicht sowas nur wie ein Unfall, sondern das können auch Kindheitstrauma sein, die wir gar nicht bewusst
wahrnehmen, also irgendwelche Sachen, die, wo wir gar nicht wissen, dass das überhaupt passiert ist sozusagen in unserem Leben. Und wenn unser Stresslevel schon ein bisschen erhöht ist, dann kann es halt schnell dazu kommen, dass ein Virus dann im Endeffekt den Crash herbeiführt, der dann eben zu ME/CFS führt. Genau, so sehe ich das auch. Kannst du vielleicht, weiß nicht, an welche Symptome du dich noch erinnerst, vielleicht so ein paar, die herausgestanden sind, ein paar typische Symptome nennen, die du hattest und auch wie du hattest, wie schwer das Ganze verlaufen ist und wie du dich vielleicht auch, wenn man nicht so gern vielleicht drüber redet, aber in deinen beschissensten Zeiten gefühlt hast, also was du erzählen magst. Ja, ich rede tatsächlich nicht mehr so gern drüber, weil ich auch immer tatsächlich immer noch ein bisschen so die Sorge dabei habe, dass das irgendwas in mir triggert sozusagen. Und es stimmt auch, wenn ich viel darüber rede, dann kommt da manchmal was hoch. Dann nur das, was du möchtest. Genau, dementsprechend, ich fasse es kurz zusammen. Also ich habe eine DIN-A4-Liste voller Symptome gehabt und die stehen auch alle. Also wer sich dafür intensiver interessiert, der sollte das vielleicht mal in meinem Buch nachlesen, weil ich weiß, dass viele Leute gerne sich vergleichen und wissen möchten, wie geht das jemand anderem? Habe ich das auch? Hat der das auch gehabt? Und naja, diese Symptomliste erstreckt sich eben mit verschiedenen Symptomen und das Hauptproblem bei mir war schlicht und ergreifend die krasse Fatigue und starker Brain Fog kombiniert mit Schmerzsymptomen und sowas. Und ich weiß noch, dass als ich noch in Regensburg gewohnt habe, gab es mehrere erschreckende Situationen für mich, wo ich zum Beispiel einmal im Bus von der Uni nach Hause saß und meine Haltestelle verpasst habe, weil ich einfach quasi so einen Moment von ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, so ein Blackout im Prinzip hatte. Und dann bin ich so weit gefahren, dachte so, Gott, wo bin ich jetzt? Jetzt muss ich aber aussteigen. Und da war ich richtig erschrocken. Und da dachte ich schon, boah, nee, also irgendwas ist hier richtig verkehrt. Irgendwas stimmt hier gar nicht. Und solche Situationen kamen halt immer mal wieder. Und das andere war halt einfach schlicht und ergreifend, dass ich so erschöpft war und so viele andere Schmerzsymptome hatte, dass quasi nichts mehr so richtig möglich war. Und ich weiß auch ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht, wie ich das alles geschafft habe, dann noch umzuziehen und das, was ich noch schaffen konnte, irgendwie zu machen, weil es so beschissen war, um es kurz zusammenzufassen. Ja, also die Charité in Berlin, wo ich dann nach 2 oder 3 Jahren war, die hat bei mir 70% Fatigue, also ME/CFS festgestellt. Das ist mittelschwer bis schwere Fatigue und das war für mich dann auch irgendwie gut, das schwarz auf weiß irgendwo stehen zu haben, um eben diese, ja, also einfach auch mal eine Erleichterung zu haben und nicht zu glauben, dass man sich das alles nur einbildet und ausdenkt. Genau, das war bei mir so los. Das sind wieder zwei ganz wichtige Sachen, die du da ansprichst oder auch eine Frage, die du mir vorweggenommen hast. Also erstens mal, ich habe auch so ein Genesungsprogramm gemacht und derjenige hat in dem Programm gesagt, dass CFS an sich schon ein Trauma ist. Und ich finde, das ist echt so, das ist so eine einschreckende Erkrankung. Deswegen kann ich total gut verstehen, dass du das auch so ein bisschen, also ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich irgendwie dran denke, oh, Schmerzen, Fatigue und oh, Kacke. genau. Was mich ja halt auch interessiert hätte, wie lange es zur Diagnose gedauert hätte und ob das für dich eine Erleichterung war. Du hast gesagt, du warst tatsächlich an der Charité und es war für dich gut, das auch mal schwarz auf weiß zu haben. Genau. Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich sehr Glück hatte, dass ich noch in die Charité reingekommen bin, weil die ja nur noch Menschen aus Berlin genommen haben. Und mein Vater hatte einen Wohnsitz in Berlin, da bin ich dann quasi noch zum Glück reingekommen. Und es hat dann ab dem Zeitpunkt, wo ich mich angemeldet habe, ein halbes Jahr gedauert und insgesamt ab dem Zeitpunkt, wo bei mir Fatigue losging, ungefähr 2 Jahre. Also es hat bei mir 2 Jahre gedauert, bis ich die Diagnose dann hatte. Und ja, das war eine Erleichterung, weil ganz klar war, davor ging es mir zwar körperlich scheiße, aber mir ging es natürlich auch mental total mies, weil mir keiner irgendwie geglaubt hat, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und es dann sogar meine Mutter gesagt hat, du hast nur eine Depression oder sowas. Also was heißt nur? Depression ist auch beschissen. Aber ich war mir sicher, das ist nicht nur eine Depression, es ist irgendwie noch was anderes. Und da war ich dann sehr, sehr froh, dass das irgendwo schwarz auf weiß stand und dass endlich mal da jemand war, der gesagt hat, ja, das stimmt, irgendwas stimmt da nicht mit dir sozusagen. Auch wenn es mir in meiner Genesung nicht viel weitergeholfen hat, weil ich, weil von der Charité keine wirkliche Anleitung kam. Also da gibt's ja in dem Sinne noch kein Hilfsprogramm, wo sie sagen, okay, das und das musst du jetzt tun. Sie sagen zwar, ja, Pacing, ne, also pass halt auf, dass du nicht zu viel machst, aber das war's im Prinzip, ne. Und mit der Information konnte ich nicht so richtig viel anfangen. Und, da musste ich dann halt irgendwie selber weiter gucken ab dem Zeitpunkt.
was ich dann halt weitermache und wie und wo und wann. Und, Ja, verstehe. So. Ja, ich habe zum Beispiel es nicht mehr zur Charité geschafft, weil die zu dem Zeitpunkt eben schon keinen mehr von woanders hergenommen haben. Ich wohne hier in Bayern, bin dann letztendlich nach Wien gefahren und habe da dann die Diagnose gekriegt. Und ich denke schon, dass es auch wichtig ist, dass man ich will es jetzt nicht abwertend sagen, von irgendeinem Wald- und Wiesenarzt gesagt kriegt, du könntest CFS haben, weil der vielleicht selber gar nicht weiß, was es ist, schon an Charité, sondern echt eine Hausnummer. Ja, auf der anderen Seite, um vielleicht dann noch mal kurz einzuhaken, weil es so schwierig ist in die Charité oder auch in München gibt es ja die Kinderklinik, glaube ich, die auch solche Diagnosen machen. Aber weil es so schwierig ist, da reinzukommen, ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass theoretisch jeder Hausarzt die Diagnose stellen kann. Das stimmt. Und das wird immer vergessen. Und meine Ärztin wusste das zum Beispiel natürlich auch nicht, was das ist und kannte die Diagnose auch nicht. Aber theoretisch, wenn ihr euren Hausarzt darauf ansprecht, dass es das vielleicht sein könnte und dass ihr eine Ausschlussdiagnostik macht, dann darf der das auch diagnostizieren. Und das wäre, glaube ich, für viele Leute hilfreich, die zum Beispiel mit dem Amt zu handeln haben oder mit welchen, also selbst auch nur, wenn es für dich selber ist oder für deine Familie, dass die eben wissen, okay, da gibt es jetzt eben einen Diagnoseschlüssel auch dazu sozusagen. Mhm. Genau. Ja, das ist total richtig und richtig gesagt. Und ich hoffe auch, dass jetzt durch Long-Covid sich ein paar mehr Ärzte mit dem ECFS auskennen. Ja. Ich höre zumindest immer wieder, dass jetzt auch die Fortbildung von der Scheibenbogen oder von der Gesellschaft für den ECFS, dass die voll sind, dass auch echt Interesse dran und Gott sei Dank, aber ich muss sagen, mein Hausarzt hier, der akzeptiert, dass ich die Diagnose habe und gekriegt habe und der hilft mir jetzt bei anderen Dingen, aber er kennt sich immer noch nicht damit aus und will sich auch irgendwie nicht damit beschäftigen. Anscheinend hat er zu wenig Long-Covid-Patienten in seiner Praxis, sonst wird er sich damit beschäftigen. Ja. Ja, und selbst die Charité ist ja, also obwohl die sich damit beschäftigen, können sie dir ja auch noch nicht richtig helfen. Deswegen ist das ja auch immer nur so eine halbwarme Sache, ne? Also deswegen ist es gut, wenn man die Diagnose bekommt, weil ich denke, das ist einfach psychisch gesehen irgendwie wichtig, dass man eben da was hat und sagen kann, Leute, so sieht's aus. Es ist so, wie es ist. Und gleichzeitig denke ich, ist es wichtig, dass man sich nicht von Ärzten, von wem auch immer, einreden lässt, dass das jetzt lebenslänglich so sein muss und dass man nicht heilen kann oder dass es nicht besser werden kann. Das ist, glaube ich, an der Stelle, finde ich, also ist für mich immer noch wichtig, das dazu zu sagen, dass man eben sich diese schwarze Diagnostik nicht anzieht, sozusagen. Ja, das stimmt schon, wobei natürlich Ärzte da einfach einen anderen Wissensstand haben, wie jetzt wir, die selber halt jetzt damit beschäftigt haben und deswegen wissen, dass man wieder gesund werden kann. Da will ich Ärzten da keinen Vorwurf machen. Aber einen Vorwurf kann man machen, dass sie sich nicht mehr damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es um Vorwurf geht, sondern vielmehr einfach nur um also die Leute, die das hier hören sozusagen, dass sie sich darauf vorbereiten, dass wenn sie die Diagnose bekommen, dass sie dann eben sich diesen Schuh nicht anziehen. Ne? Also dass es dann nicht heißt, okay, du musstest dein Leben lang im Bett bleiben sozusagen. Darum geht es mir und mehr gar nicht. Mhm. Ja, genau. Das ist eine ganz wichtige Anmerkung. Genau. Du hast eben erwähnt, dass das Ganze schon passiert ist, wo du eigentlich studiert hast. Darf ich dich fragen, hast du es irgendwie geschafft, weiter zu studieren oder musstest du aussetzen? Ja, ich habe ausgesetzt, tatsächlich. Okay. Also es war sogar so, dass ich eingeschrieben geblieben bin, weil ich dachte, ich komme wieder zurück. Und ich habe auch meine Wohnung erstmal untervermietet, weil ich dachte, ich komme wieder zurück. Und als das dann aber nach 3 Semestern immer noch nicht so war, und ich glaube, man darf nur 3 Urlaubssemester nehmen, also so war das bei mir damals, habe ich dann mich matrikulieren lassen, weil ich einfach gemerkt habe, das wird jetzt nichts. Also ich gehe da nicht hin zurück. Und ich habe außerdem gemerkt, in der Zeit, wo ich dann eben bei meinen Eltern wieder war, dass das, was ich studiert habe, vielleicht ganz nett war, aber dass ich, glaube ich, damit nicht glücklich geworden wäre. Und deswegen war das für mich am Ende besser, dann da komplett auszusteigen und das hinter mir zu lassen. Genau. Okay. Ja, was ich auch noch gerne fragen würde, Menschen mit dem ECFS haben häufig nicht nur ein ECFS, sondern auch noch ein paar typische Begleiterkrankungen. Da gibt es welche, die haben Fibromyalgie oder ich habe zum Beispiel POTS. Manche haben noch Autoimmunerkrankungen oder alle möglichen Allergien und Unverträglichkeiten. Darf ich fragen, ob du zu CFS noch weitere Begleiterkrankungen hattest? Ja, alles, was du gesagt hast. Oh. Scheiße.
Also Allergien, also beziehungsweise hatte ich immer so Hautausschläge, Unverträglichkeiten, Darmschwierigkeiten, wobei ich die schon früher, also seit meiner Jugend irgendwie hatte. POTS hatte ich, Fibromyalgie. Ja, also ich hatte schon ziemlich viel, was da dazu gehört, zu dem ganzen Cluster. Okay, wow. Genau, und das ist auch, glaube ich, ziemlich typisch, so diese Kombination. Also das höre ich doch immer öfter. Genau. Ja, genau. Deswegen frage ich. Und weil das halt auch so ist, dass das im Grunde so in der Schulmedizin als völlig verschiedene Dinge betrachtet wird. Und man muss sich erstmal wieder selber schlau machen als Patient oder Patientin, um zu verstehen, also zumindest auch aus meinem Verständnis, was ich inzwischen alles gelernt habe, hängt das irgendwie alles zusammen oder ist so ein Konglomerat oder ein Schirm, wo diese ganzen Krankheiten drunter gehören. Mhm. Ja, genau. Ja, so würde ich das auch sagen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, was natürlich hier am meisten interessiert, ist, was dir alles zu deiner Genesung verholfen hat. Ich weiß, du hast es ja auch schon erwähnt, dass der Durchbruch hat bei dir der Lightning Process gebracht. Mhm. Ich wüsste aber gern vorab, ob du vielleicht irgendwelche anderen Sachen erst ausprobiert hast und ob die dir geholfen haben oder nicht. Also zum Beispiel irgendwas mit Ernährung oder Bewegung oder Pacing oder Entspannungsverfahren und auch, ob dir irgendwas aus der Schulmedizin geholfen hat. Ja, also ich habe tatsächlich erstmal, als ich die Diagnose hatte, da kam ja das Thema Pacing eben auf und ich habe, glaube ich, relativ kurz darauf, oder war, ich weiß es ehrlich gesagt zeitlich schon alles gar nicht mehr so genau, wie das gelaufen ist, aber ich habe irgendwann das CFS Health Programm angefangen, ein australisches Programm, was hauptsächlich auf Videos basiert, wo man dann eben so Selbstlearning macht. Und da ging es auch viel um Pacing, da habe ich auch viel verstanden gehabt und konnte es aber irgendwie nicht so richtig gut umsetzen. Ich habe das nicht kapiert, wo meine Baseline ist. Ich habe nicht kapiert, wie viel kann ich machen, wie viel kann ich nicht machen. Ist es jetzt zu viel, wenn ich zum Geburtstag gehe? Ist es jetzt genau das Richtige, wenn ich zu einem Geburtstag gehe und so? Also das war immer so ein bisschen wischiwaschi irgendwie. Also da bin ich nicht so richtig weitergekommen. Und dann habe ich viel Nahrungsergänzungsmittel, also einfach selbst durch Selbstforschung sozusagen, also geguckt, was hilft jetzt für das und was hilft jetzt dafür. Dann habe ich mal eine Weile Orthomolekulartherapie gemacht, was eben sehr auf Nahrungsergänzungsmittel basiert, wo es eben darum geht, die Zellen irgendwie zu stärken, was aber eben auch leider nicht geholfen hat, was auch verständlich ist, wenn man versteht, wie CFS funktioniert. Und dann war ich mal bei einer Smart-Therapie. Da ging es dann darum, mein Genickgelenk zu stabilisieren, weil das oft auch ein Thema ist, dass Leute durch ein instabiles Genick Probleme bekommen. Das hat so ein bisschen tatsächlich geholfen. Der hat mir auch ein paar Übungen gezeigt, die ich selbst machen konnte, Atemübungen und so. Das hat so ein kleines bisschen geholfen, aber nicht dauerhaft. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe viel Wim Hof-Atmung gemacht und das war es eigentlich. Also körperlich habe ich tatsächlich nicht viel gemacht, weil einfach nicht viel ging. Ich habe einmal noch Heilfasten für mich selber ausprobiert, wo ich sagen muss, das kann ich nicht unbedingt einem CFSler empfehlen. Das ist sau anstrengend, hat auch leider langfristig keine positiven Effekte gehabt. Und tatsächlich war dann nach 5 oder 4,5 Jahren bei mir, dann kam der Lightning-Prozess vorbei. Und da hat es dann noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann mich entschieden habe, das zu machen. Weil am Anfang, als ich das gelesen habe, dachte ich, das klingt viel zu gut, um wahr zu sein. Ich hatte irgendwie ein Video gesehen von ein paar Leuten, unter anderem Mädel, die genau meinem Bild entsprach. Die war mein Alter, die hatte genau dieselben Symptome. Und die hat halt gesagt, sie wäre innerhalb von 4 Tagen irgendwie geheilt gewesen. Und dann dachte ich so, nee, also keine Ahnung, das klingt mir irgendwie zu zauberhaft. Und dann hat es irgendwie noch mal ein halbes Jahr gedauert und in dem halben Jahr bin ich dann immer wieder so auf Testimonials gestoßen vom Leitenprozess und habe mir Sachen durchgelesen und so. Und dann dachte ich, komm, weißt du, deine Chance ist entweder länger krank zu bleiben oder du investierst jetzt das Geld und machst das einfach und dann gibt's die Chance auf Heilung. Und dann habe ich mich entschieden, das zu machen und ab da beginnt dann auch tatsächlich meine Heilungsgeschichte. Wow, da müssen wir natürlich unbedingt gleich mehr drüber sprechen, das ist ganz klar. Du hast mal eben 3, 4 Sachen erwähnt, die ich ganz kurz noch aufgreifen möchte. Erstens das Thema Heilfasten. Ich habe auch Fasten probiert und ich kann es auch nicht empfehlen, weil es ist auch natürlich dem einen hilft und dem anderen nicht, aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass es meinen Zustand verschlechtert hat.
Und ich habe auch inzwischen gelesen, dass Menschen, die Dysautonomien haben, also eben diese Fehlfunktion vom autonomen Nervensystem, wo aus meiner Sicht eben im ECFS dazugehört, dass die das eigentlich auch nicht unbedingt machen sollen, weil das für die zu anstrengend ist, weil die das nicht so gut kompensieren können und weil die auch mit Blutzucker Probleme haben. Genau. Genau, das wollte ich also unbedingt noch anmerken. Ja. Und dann hast du gesagt eben, was hast du gemacht? Smart-Prozess? Eine Smart-Therapie nennt sich das, ehrlich gesagt. Das ist, also steht jeweils für ein Wort, Smart, S-M-A-R-T. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Das gibt's in verschiedenen Städten. Und das ist irgendwie eben eine Kombination aus ein bisschen orthopädisch eben, da geht es um die Stabilisierung des Genickgelenks und der, bei dem ich war, der hatte viele Zusatzqualifikationen und der hat mir dann eben noch so ein paar Sachen mitgegeben. Der konnte unter anderem auch Kinesiologie und hat dann eben so mit Glaubenssätzen gearbeitet und sowas. Oder nicht unbedingt mit Glaubenssätzen, aber hat irgendwie so Sachen rausgefunden und dann gesagt, ja, jetzt musst du mal das nehmen und so. Und so, das war ganz witzig. Aber es war sehr, sehr kostenintensiv auch und deswegen konnte ich da auch nicht ständig hin. Also vielleicht hätte es mir mehr geholfen, wäre ich da einmal in der Woche hingegangen, aber das war schlicht und ergreifend finanziell zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht möglich. Deswegen, blieb es dann bei. Ja, verstehe. Nee, aber hat mich jetzt nochmal interessiert, weil ich das noch gar nicht gehört habe. Dann hast du gesagt, diese Wim Hof-Atmung, da bin ich total oft drauf gestoßen, habe es aber selber noch nie gemacht. Ja. Also vielleicht in ein, zwei Sätzen irgendwie sagen, was das ist, irgendwie ganz schnell oder ganz langsam atmen. Ja, also theoretisch besteht die Wim Hof-Technik aus drei verschiedenen Komponenten, und zwar Atmung, Kälteaussetzung und Mentaltraining. Das habe ich aber nie gemacht, weil Kältetraining war viel zu viel für meinen Körper. Und ich habe mich damals halt auf dieses Atmen konzentriert, wobei auch das sehr anstrengend für mich damals war. Und was man bei dieser Wim Hof-Atmung im Prinzip macht, ist, dass du deine Biochemie veränderst, indem du eben in kurzer Zeit sehr, sehr viel Sauerstoff einatmest. Das heißt, es ist eine Form der Hyperventilation, aber im sicheren Rahmen. Und du veränderst damit dein Sauerstoffgehalt im Körper. Und witzigerweise, auch wenn du das mal intensiver machst, dann wirst du auch sofort Effekte merken. Also du merkst dann, dass du irgendwie ein bisschen besser drauf bist oder dass du mal so einen richtigen Flash hast von Fröhlichkeit. Also es ist ziemlich krass, was das biochemisch mit einem macht. Und man kann diese Atemtechnik einfach jeden Tag machen, um seine Biochemie anzukurbeln, um den Tag über auch besser zu atmen. Also ich merke, wenn ich das mache, dann atme ich tiefer in den Bauch rein, atme entspannter. Und du kannst es eben nutzen, um entweder aktiver zu werden oder eben auch um runterzufahren. Und das finde ich ziemlich schön an der Atmung. Das heißt, du atmest und dann setzt du kurz die Atmung aus, also pustest einmal alles aus, hältst die Luft an für so lange du kannst. Meistens geht das schon 1-2 Minuten sofort. Und dann atmest du nochmal tief ein und dann geht die nächste Runde los. Und das aktiviert eben, ich kann es dir ehrlich gesagt alles nicht komplett gut biologisch erklären, aber es aktiviert viele Prozesse eben im Körper, aktiviert die Zellen und so. Macht Sinn. Also ich denke, Atemtechniken, was immer welche man da verwendet, sind alle wichtig, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen Bauchatmung trainieren müssen und Bauchatmung oder was auch immer man für Varianten da macht, stimulieren ja einfach den Parasympathikus, den Vagusnerv und der regt halt einfach den beruhigenden Teil unseres Nervensystems an und ist auch für Heilung und für, dass man sich wieder erholen kann, wichtig. Genau, dann hast du noch erwähnt, das Programm CFS Health, das habe ich auch in deinem Buch gelesen. Ich tue es ja mal ganz kurz zeigen, bevor ich es nachher vergesse. Das ist Gwendolins Buch, Chronisches Erschöpfungssyndrom, Heilung ist eine Option. Fand sehr interessant, kann es empfehlen. Da hast du auch kurz über das CFS Health gesprochen. Ich bin auf dieses Programm auch schon ein paar Mal gestoßen, habe es auch nicht gemacht, ich habe mal anderes gemacht. Habe jetzt von mehreren gelesen zumindest oder gehört, dass es nie so wahnsinnig effektiv ist. Weißt du vielleicht noch so ein paar Eckpunkte, was es da ging? Also das eine sind immer diese Baseline. Ja, genau. Und, also ich glaube erstmal ganz am Anfang, dass dieses Programm ähnlich wie beim Gupta-Programm dann effektiv ist, wenn du jemand bist, der sehr, sehr selbst zielstrebig selber arbeiten kann sozusagen. Und das Hauptthema an diesem zielstrebig arbeiten ist oft, das Vertrauen zu haben,
dass das für einen funktioniert, was man als CFSler oft überhaupt nicht hat. Deswegen ist das, ist, glaube ich, der Punkt, woran es oft scheitert bei solchen Selbstlernprogrammen. Und das Hauptthema beim CFS Health war tatsächlich herauszufinden, was ist meine Baseline, also was ist sozusagen das, wo ich sein kann, ohne zu crashen. Ja. Und ab da herauszufinden, Stück für Stück, wie viel kann ich tun, um eben diese Baseline zu erhalten. Also angenommen, deine Baseline ist, 10 Schritte am Tag zu gehen, dann wäre das Aufbauen zu sagen, okay, in der Woche drauf gehe ich mal 11 Schritte. Wenn das nicht funktioniert, dann gehst du halt nur 10,5 Schritte, um es jetzt mal so plastisch zu erklären. Und es geht im Prinzip darum, das nach und nach aufzubauen, sich besser kennenzulernen. Außerdem waren, wenn ich mich recht erinnere, in dem Programm auch Videos zur Muskelstärkung dabei. Also es waren dann auch so ein bisschen wie Yoga-Übungen oder Stretching-Übungen dabei, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht gemacht habe, weil ich dachte, nee, das ist irgendwie noch gar nicht dran. Also da würde ich mich jetzt auch übernehmen, wenn ich das machen würde. Und dann weiß ich nicht, ich glaube, dass Ernährung auch eine Rolle gespielt hat, aber auch da bin ich in dem Programm nicht gekommen, dass ich da mich dran gehalten habe. Ich weiß noch, dass ich für mich selber ernährungsmäßig viel ausprobiert habe, also Zucker weggelassen habe, dann habe ich besonders viel Proteine gegessen und lauter solche Sachen. Da weiß ich gar nicht mehr, ob das im Zuge des Programms war oder irgendwie nur für mich. Genau. Das waren so die grundlegenden Dinge. Aber ich weiß nicht mehr viel. Man muss ja auch dazu sagen, ich war super gebrainfuckt in dem Zeitraum. Ich weiß aus meiner CFS-Zeit sowieso ganz, ganz wenige Dinge nur noch. Also, da ist sehr viel auch ausgeblendet irgendwie. Ja, verstehe. Nee, aber, wollte es nur kurz erwähnt haben, weil das ja auch eins von diesen Genesungsprogrammen ist. Ja. Ja, und dann möchte ich mit dir jetzt natürlich über den Lightning-Prozess sprechen. Du hast selbst gesagt, dass du auch erst nicht so richtig dran geglaubt hast und es auch nicht sofort gemacht hast. Ich will auch ganz offen sagen, dass ich über dieses Programm viel gehört habe und ich glaube, es gibt kein Genesungsprogramm in dieser ME-CFS-Community, was so umstritten ist wie das da. Und ich war auch, muss ich sagen, ziemlich eingenommen von dem, was ich alles vorher gehört und gelesen hatte und dachte auch irgendwie so, boah, wie? Also ich meine, ich bin hier gerade irgendwie vom Gefühl her todkrank und jetzt soll ich noch ein bisschen positiv denken, in 3 Tagen gesund werden? Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Und das glauben die anderen auch nicht und nee, deswegen mache ich das nicht. Ich habe dann aber, ich bin auf dein Buch ja gestoßen und ich muss sagen, es hat viel zu meiner Aufklärung beigetragen, zum Lightning-Prozess, weil du da ganz offen halt auch erzählst, wie das eigentlich abläuft und dass es Menschen gibt, die tatsächlich in so kurzer Zeit den es halt wirklich viel, viel besser gibt, aber es gibt Spontanheilung, Spontanremission, das weiß man ja auch von anderen Erkrankungen, einfach durch, ja, da muss irgendwas im Körper Klick machen. Und bei anderen ist es eben nicht so. Bei anderen, die werden eben nicht in 3 Tagen gesund, sondern für die ist es vielleicht der Startschuss. Ja. Und genauso ist das, denke ich, mit vielen anderen Genesungsprogrammen auch. Ja. Also ich zum Beispiel ANS Rewire gemacht von Dan Neufer. Und ich bin auch nicht mit dem Programm gesund geworden, aber es war einfach die Grundlage für meine ganze Heilungsreise, weil ich dann erstmal gerafft habe, was da eigentlich alles abläuft. Ja. Und bevor wir jetzt vielleicht so ein bisschen auf Pro, Contra, Mythen, Fakten oder sonst was eingehen, weil du kennst dich echt gut aus, kannst du vielleicht ein kleines bisschen erklären, was du erzählen darfst, wie das so abläuft, dieser Lightning-Prozess? Ja, ich wollte da gerade nochmal drauf eingehen, ne, weil du sagst, dass ich in dem Buch so offen geredet habe und ich finde im Nachhinein gar nicht, dass ich da so offen drüber geredet habe, weil ich ehrlich gesagt damals zu dem Zeitpunkt noch dachte, man darf über den Lightning-Prozess nicht reden, weil das nämlich so kommuniziert wird. Und ich habe neulich auch nochmal ein Video von Marla gesehen, die den Lightning-Prozess letztes Jahr gemacht hat, die doch recht kritikbehaftetes Video gemacht hat über den Lightning-Prozess, wo sie eben gesagt hat, wir müssen eine Klausel unterschreiben, in der wir uns erklären, zu schweigen über den Lightning-Prozess. Und das stimmt aber gar nicht, weil alles, was wir unterschreiben, ist, dass wir sozusagen, wenn wir in einer Gruppe arbeiten, keine Details von anderen Leuten weitergeben dürfen. Was aber eben, das macht Sinn. Ja, und das macht total Sinn. Das ist ja selbstverständlich. Was aber nicht stimmt, ist, dass wir über den Lightning-Prozess nichts erzählen dürfen. Im Gegenteil, ist es sogar so, dass im Lightning-Prozess gesagt wurde, im Prinzip kannst du den Leuten erzählen, was du willst über den Lightning-Prozess. Ja, die Frage ist, willst du dich in irgendwelche unangenehmen Konversationen begeben, weil der Lightning-Prozess eben so, so kommuniziert wird, wie er halt kommuniziert wird oder so ein Image hat, wie er es halt hat, kann es halt passieren, dass du dann eben schnell blöd angeguckt wirst und so. Und
Ja, also ich hatte das auf jeden Fall aber damals so verstanden, dass man da nicht drüber reden darf und habe dementsprechend auch in meinem Buch nicht über die Details gesprochen. Und jetzt als Coach, da ich ja jetzt inzwischen Practitioner bin, würde ich sagen, ich kann jetzt viel, viel, viel mehr sagen. Was ich natürlich immer noch nicht machen würde, ist jetzt die Technik genau zu erklären. Schon aus Gründen, ja, als Coach für mich sozusagen. aber ich würde jetzt viel, viel, viel mehr erzählen. Die Frage ist, wie viel willst du wissen? Weil natürlich kann ich super viel erzählen oder ich kann es in 10 Minuten irgendwie zusammenfassen, so, also, oder in 5. Das ist halt, ja, ich denke, die Menschen, die hier zuhören, für die ist einfach interessant, einen ganz kurzen Überblick zu kriegen, ja, was das Ding ist. Okay. Und dass es kein Wu-Wu ist. Okay. Denn ich bin inzwischen auch davon eigentlich überzeugt, dass es genauso ein Brain-Training-Programm ist, ja, wie alle anderen. Ja. Nur, dass die Techniken in dem Programm einfach unterschiedlich, okay, sind. Also ich fange erstmal mit dem Konzept an, also wie das Ganze sozusagen in der Theorie läuft. Wer den Lighting-Prozess macht, der muss sich erstmal ein Audio anhören, um grundlegende Dinge zu verstehen über die Body-Mind-Connection, also wie Körper und Geist zusammen funktionieren. Wenn du das gemacht hast, dann gibt's in der Regel ein Vorgespräch mit einem Praktiker, wo dann eben Fragen geklärt werden, wo dann auch Fragen nochmal an den Klienten gestellt werden, wo es eben darum geht, ob man die Grundprinzipien verstanden hat, dass du verstanden hast zum Beispiel, dass du aktiv werden musst. Also das ist nicht, dass du gehst zum Praktiker und dann kommst du gesund wieder raus, sondern das ist, du musst das wirklich in die Hand nehmen. Du musst da Commitment abgeben sozusagen. Und dann gibt's das 3-tägige Seminar, 3 Tage zu jeweils 3 bis 4, 5 Stunden. Und danach gibt's nochmal sogenannte Folgestunden, Follow-ups, wo dann eben nochmal geguckt wird, brauchst du noch Unterstützung? Wo bist du stecken geblieben? Wo brauchst du noch Hilfe? Und dann sollte man theoretisch in der Lage sein, das immer bei sich selber anzuwenden, wobei das aus meiner Sicht für die meisten Leute nicht so ganz hinhaut, weil man immer mal wieder noch an Punkte kommt, wo man seine eigenen Mechanismen eben noch nicht so ganz sieht und dann eben doch nochmal Hilfe von außen braucht. Das erstmal so zu dem Technischen dahinter, wie das Ganze abläuft. Dann, wie funktioniert der Lighting-Prozess an und für sich? Also der Lightning-Prozess basiert eben auf wissenschaftlichen Grundlagen und arbeitet hauptsächlich mit der Body-Mind-Connection zusammen. Und wer Interesse hat, sich mal meinen Vortrag über den Lightning-Prozess anzugucken, das könnte noch interessant sein, weil ich da viele Dinge auch erkläre, wie eigentlich das mit CFS zusammenhängt, also was am Körper passiert. Und was halt bei uns passiert, ist, dass wir irgendwann im Leben halt in diesen Fight, Flight or Freeze-Modus gelangen. Und der lähmt uns halt so krass, der lähmt unser Immunsystem und unser Nervensystem so krass, dass dass das passiert, was dann eben passiert und man gar nicht so richtig weiß, wie man da wieder rauskommen soll. Und was der Lightning-Prozess an der Stelle eben macht, ist, dass er diese Fight, Flight or Freeze-Response reguliert und dazu führt, dass eben der ganze Körper wieder in Balance kommen kann. Also dass das Nervensystem sich reguliert, dass das Immunsystem sich stabilisieren kann und gleichzeitig aber auch, dass es eben unser Gehirn quasi verändert. Also wer schon mal von Neuroplastizität gehört hat, der wird wissen, wovon ich rede. Das bedeutet im Prinzip, dass das Gehirn die Fähigkeit hat, sich zu verändern, je nachdem, wie wir es benutzen. Und das machen wir eben mithilfe dieser Technik, also über Sprache, über das bewusste Einsetzen von unseren oder Verändern von unseren Emotionen durch Körperhaltung und eben, dass wir bewusst wahrnehmen, wenn wir gerade etwas tun, was nicht lebensbejahend ist. Und dazu gehören Symptome als auch eben Emotionen. Und das dann eben verändern und gucken, okay, was ist jetzt hilfreich? Was wäre jetzt sinnvoller zu tun an der Stelle sozusagen? Und damit schaffen wir es entweder ziemlich schnell oder eben nach und nach, unser System zu regulieren, runterzufahren, dass es wieder auf einen entspannten Modus kommen kann. Und da kann dann auch Heilung stattfinden sozusagen. Was beim Lightning-Prozess auch immer noch eine große Rolle spielt, ist das Thema Glaubenssätze oder überhaupt, wie du, mit welcher Einstellung du reinkommst. Ganz klar ist, wer den Lightning-Prozess macht und denkt, dass es nicht funktioniert, für den ist es rausgeschmissenes Geld. Also man sollte auch vorher so viel an sich, sag ich mal, gearbeitet haben, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt und entweder weiß ich, dass es für mich funktioniert und wenn ich es nicht weiß, dann werde ich es trotzdem anwenden. Egal, welche Blockaden dann kommen, egal, welche Glaubenssätze dann kommen, ich werde es trotzdem anwenden, um die Erfolge zu erzielen, die andere erzielt haben. Weil was nicht funktioniert, ist reinzugehen, den Lightning-Prozess zu machen, nach 3 Tagen zu sagen, das funktioniert nicht für mich und aufzuhören. Weil es ist ein Training,
wir verändern, wie wenn wir in ein Fitnessstudio gehen, verändern wir unsere Gehirnmuskulatur sozusagen. Und das kann eben mal eine Weile dauern. Und gerade für Leute, die Traumata erlebt haben, für Leute, die mit vielen Blockaden kommen, die mit Glaubenssätzen kommen, da kann es eben sein, dass es mal eine Weile braucht, bis man die nach und nach so diese verschiedenen Layers so abgearbeitet hat sozusagen. Und das ist bei mir genauso. Ich bin niemand, bei dem das nach 3 Tagen alles super war. Ich nutze den eigenen Prozess nach wie vor. Es gibt immer noch Momente, die oder Phasen, wo ich so denke, oh Gott, ich habe Angst davor, wieder stecken zu bleiben. So. Und dann, ne, also das ist für jeden anders und für mich ist es ein Prozess und ja, das finde ich eben wichtig, dass man versteht, wenn man zum Lightning-Prozess kommt, dass dieses Image, das vermittelt wird, dass das alles super schnell geht, dass das nicht für jeden zutrifft und dass ganz klar ist, dass du zum Lightning-Prozess gehst, um etwas zu lernen, womit du dir selber helfen kannst. Und was du lernst, ist eben eine Technik, mit der, wo du eben im Prinzip unabhängig bist und mit der du selber arbeiten kannst, selbstständig. Genau. So. Erst mal überlegen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Falls du irgendwelche Fragen hast zwischendrin, dann wirf die mal rein. Ja, also als erstes finde ich, als erstes möchte ich nochmal einwerfen, dass genau die Quelle und Lean hat auf ihrem YouTube-Kanal ganz kürzlich einen Vortrag gehalten, wie der Lightning-Prozess so abläuft. Und ich habe mir das auch angeschaut, finde es sehr gut. Ich werde das auf jeden Fall natürlich verlinken. Genauso dann natürlich ihren YouTube-Kanal. Ich werde natürlich auch, wie ihr Buch heißt, blenden wir nochmal ein. Und auch ihre Website. Sie hat jetzt ja eine Website für ihr Coaching, was sie macht. Das blende ich natürlich alles ein oder tue das verlinken unter dem Video, ganz klar. Was du gesagt hast, ganz wichtiger Punkt, diese Fight-Flight-Freeze-Response, vielleicht für die Leute, die das noch nicht wissen. Wir haben ja dieses autonome Nervensystem. Es besteht eben aus dem anregenden Teil und einem beruhigenden Teil. Und das steuert im Grunde alle Körperfunktionen von uns. Also wie wir jetzt atmen, wie unser Blutdruck jetzt ist, wie unser Herz schlägt und wie unser ganzer Stoffwechsel funktioniert. Und dieses Nervensystem ist im Grunde dafür da zu schauen, bin ich jetzt hier in diesem Moment sicher oder nicht? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht sicher, dann geht eben diese Fight-Flight-Response an. Das ist der Sympathikus, der anregende Teil. Und der kann uns eben in diesen Überlebensmodus versetzen. Das ist im Grunde, das kann man zusammenfassen, als wir stehen unter Stress. Und dann gibt's aber halt auch noch den beruhigenden Teil, den Gegenspieler, den Parasympathikus. Und der ist quasi, springt der an, wenn wir sagen, okay, ich bin hier sicher, ich kann mich entspannen, es ist alles okay. Und bei so Krankheiten wie im ECFS scheint es eben so zu sein, dass diese Balance eben nicht mehr da ist zwischen diesen zwei Gegenspielern, sondern wir permanent in diesem Überlebensmodus festhängen. Genau. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das wieder in Balance bringen kann. Der Lightning Process scheint mir jetzt eher so dieses von oben nach unten, also über Mind nach Body zu funktionieren. Aber es gibt natürlich auch Ansätze, gerade auch bei Trauma. Viel Trauma ist im Körper auch gebunden, dass man sagt, ich brauche auch noch zusätzlich zu diesem von Mind nach Body, auch noch von Body zu Mind, das von unten nach oben, indem ich eben sage, hier, okay, ich bin sicher, weil ich kann mir nicht sagen, ich bin sicher und bin aber so, und bringt das alles nichts. Nee, genau. Kriegt man dann so Sachen da auch irgendwie erzählt? Ja, das ist genau also auch der Punkt, wie der Lightning-Prozess kombiniert ist, weil es eben nicht nur, also es ist nicht so nur, dass du da sitzt und dann denkst oder irgendwie so, sondern du musst auch mit Körperhaltung arbeiten. Bei uns nennt sich das Congruency, also kongruent zu sein, wie du dir eine Sache sagst. Ne? Also wenn du also eingesackt auf dem Stuhl sitzt und sagst, mir geht's super, dann funktioniert das natürlich nicht, weil dein Körper denkt dann immer noch, okay, da geht's nicht super. Und dass es eben wichtig ist, dass man zum Beispiel sich aufrecht hinstellt. Also es gibt, glaube ich, sogar Untersuchungen, dass wenn du irgendwie dich 2 Minuten mal so mit den Händen so eingestützt irgendwie dich hinstellst, dass dann das Cortisol extrem vermindert wird und das, glaube ich, Serotonin oder so gesteigert wird. Und das macht schon irgendwie einfach alles Sinn, ne? Dass das ein Zusammenspiel ist. Und ich denke, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass, wie du schon gesagt hast, dass der Lightning-Prozess ist eine Methode. Und ich habe ja auch nicht nur den Lightning-Prozess gemacht. Also ich habe zum Beispiel für mich durch den Lightning-Prozess rausgefunden, dass Atmung total wichtig ist. Und an vielerlei Stelle, wo ich den Lightning-Prozess eingesetzt habe, habe ich immer Atmung mit eingefügt. Und ich glaube, dass das für mich zum Beispiel ein ganz essentieller Anteil war, um mein Nervensystem runterzufahren. Und das möchte ich einfach weitergeben, dass für die Leute, die den Lightning-Prozess machen,
Es kann sein, dass nur der leitende Prozess ausschlaggebend ist für eine totale Veränderung. Manchmal macht das aber auch Sinn, einfach noch was dazuzunehmen irgendwie. Gerade wenn man, wie du sagst, wenn man Traumata erlebt hat, dann macht es vielleicht Sinn, einfach nochmal Traumaarbeit zu machen. Und ob das jetzt nur auf körperlicher Basis ist oder über eine Hypnose, ist eigentlich egal. Je nachdem, was du brauchst und was für dich wichtig ist. Und ja, genau. Also ja, da habe ich auch noch eine Frage. Mhm. Und zwar, ich meine, ich habe es in deinem Buch gelesen oder weiß nicht mehr wo, dass man, also es scheint nicht unbedingt ein Online-Seminar zu sein, sondern es scheint wirklich irgendwo live zu sein. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, okay, ich war in meiner schlimmsten Zeit moderat betroffen, das heißt eigentlich mehr oder weniger hausgebunden, wäre aber noch in der Lage gewesen, irgendwo hinzufahren. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, irgendwo, ich könnte es mir nicht vorstellen, irgendwo einen halben Tag irgendwie voll konzentriert zuzuhören. Ja. Aber so scheint der Lightning-Prozess zu funktionieren. Es scheint irgendwie eine Live-Veranstaltung zu sein. Also, oder habe ich das missverstanden? Es ist beides, online und live. Also ich biete ja auch beides an. Und ich empfehle immer, das live zu machen, wenn es geht, weil ich glaube einfach, dass man doch ein bisschen mehr mitnehmen kann von dem Live-Seminar. Aber es geht genauso gut online. Und interessanterweise hat der Begründer vom Lightning Prozess, Phil Parker, vor ein paar Jahren noch gesagt, das geht nicht online, man muss das live machen, das geht ja sonst gar nicht. Und jetzt haben die aber durch die Corona-Pandemie gezwungenermaßen natürlich irgendwie Alternativen finden müssen und haben halt festgestellt, dass es online genauso gut funktioniert und dass man das ja genauso gut über einen Zoom-Call eben machen kann. So, genau. Ja, ist beides möglich. Und auch interessant ist, dass die meisten Leute sagen, sie schaffen das dann nicht, diese paar Stunden durchzuhalten, aber die meisten schaffen es tatsächlich. Also ich dachte auch, oh Gott, wie soll ich denn jetzt ich kann mich ja nicht mal eine Viertelstunde auf ein Gespräch konzentrieren, wie soll ich denn jetzt irgendwie 4 Stunden da sitzen? Und man muss auch sagen, dass es so ist, du bekommst halt sehr viel Information und bei dieser Information ist es nicht allzu wichtig, dass du das alles tiefgründig aufnimmst und dir merkst, sondern es geht eher darum, dass du sozusagen bei dem, was dir erklärt wird, dass da unterbewusst eben was passiert, dass du checkst, aha, okay, so und so und so. Und das kannst du im Prinzip sofort wieder vergessen. Ich erinnere mich noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, ich konnte mich an maximal 2 oder 3 Folien von diesem Vortrag erinnern. Und dieser Vortrag hat über 80 Folien oder sowas. Also ich wusste quasi nichts mehr davon und ich habe danach auch mit meiner Praktikerin gesprochen und gesagt, sag mal, haben wir das gemacht? Ich kann mich daran nicht erinnern. Und das geht, glaube ich, den allermeisten Leuten so. Also es ist am Ende einfach nur wichtig, dass du da bist und dass du das irgendwie hörst und alles Weitere erledigt dein Unterbewusstsein, weil du das trotzdem kapierst, auch wenn du es dir nicht merkst. Okay? Und das ist halt das Wichtige daran, dass man sich eben nicht vorstellt, dass das dass das irgendwie so ist. Man muss da jetzt wie in der Schule 4 Stunden Test schreiben oder so. So ist es nicht. Genau. Ja, das ist schon mal ein guter Punkt. Trotzdem lese ich als meiste Kritik, dass der Lightning-Prozess eben den Zustand von dem ECFS-Land nachhaltig verschlechtert. Und deswegen ist es auch gerade in England, glaube ich, herrscht da irgendwie Krieg zwischen den Patientenorganisationen und dem Phil Parker von dem Lightning-Prozess, was ich ein bisschen schade finde. Aber ich finde, also man liest es immer wieder und erklärt es aber, glaube ich, auf, dass es halt sein kann, dass, weil es natürlich anstrengend ist und neu ist, dass es einfach vorübergehend erstmal schlechter geht, aber dann eigentlich nicht mehr. Also ich sehe das auch so. Ich sehe das genauso wie das Zweite, was du gerade gesagt hast, weil das ist wie mit jeder Sache. Also wenn du jetzt mit ME/CFS halt einen Physiotherapie-Termin hast, dann kann das auch so anstrengend für dich sein, dass du dann halt danach erstmal einen Crash hast. Und ich würde das genauso sehen, also dass wirklich jemand nachhaltig, also langfristig danach über Monate oder Jahre lang so gecrashed ist, dass ME/CFS dauerhaft für ihn schlimmer wird, ist eher unwahrscheinlich. Was aber eben schon passieren kann, und das ist mir ja selber auch passiert, ist, dass du halt von diesen 3 Tagen doch überfordert bist tatsächlich und dann halt einen Crash hast. Aber das Schöne ist, wenn du halt diese Technik gelernt hast, dann kannst du halt in diesem Crash mit dieser Technik arbeiten und danach, also darüber hinaus ja auch mit dieser Technik arbeiten. Als ich vom Lightning-Prozess nach Hause gekommen bin, war ich erstmal eine Woche krank. Also ich hatte halt einen Infekt oder so. Das war halt irgendwie too much für mich und ich habe auch nachts nicht gut geschlafen und so. Und war dann erstmal eine Woche krank und dachte dann auch so, ja, aber ich darf ja gar nicht krank sein, weil der Lightning-Prozess, mit dem Lightning-Prozess müsste es mir ja besser gehen. So, ne? Und ich habe dann auch meine Coaches kontaktiert und gesagt, ja, ich habe jetzt so das Gefühl, ich darf jetzt gar keine Erkältung machen. Und dann sagt sie so, wer hat denn das gesagt? So, das stimmt doch alles überhaupt nicht.
Und das ist eben auch, das ist auch wieder so dieses Image vom Lighting-Prozess, ne, dass man denkt, es müsste dann ab dem Zeitpunkt, wo man das gemacht hat, nur noch bergauf gehen. Aber ey, bei mir war das die letzten Jahre so eine Berg- und Talfahrt. Da war nichts stetig. Und ich glaube, das darf man eben nicht vergessen. Und natürlich gibt's eben diese Geschichten von Leuten, die die sofort Heilung erfahren und die dann in ihr Leben zurückkehren oder eben ein neues Leben starten können. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass das der Regelfall ist. Also ich kenne ein paar Leute, bei denen das so war, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die haben auch ein bisschen einfach gebraucht, um Dinge zu verändern. Und interessanterweise ist es sogar so, dass bei den Leuten, die schnelle Veränderungen geschafft haben, die haben das zwar auf der körperlichen Ebene geschafft, aber was die nicht gemacht haben, ist, dass die ihr, sag ich mal, mentalen Mist sortiert haben und dadurch sind die halt auf andere Art und Weise dann später hängen geblieben. Also dann immer noch mit Angstzuständen oder Depressionen oder sowas, weil die eben so schnell Erfolge hatten körperlich, dass die dann gar nicht daran mussten sozusagen. Und ich musste so ran an meine mentalen Sachen, weil ich wusste, wenn ich das nicht löse, dann kann, irgendwie werde ich dann nicht gesund, wenn ich weiter Stress mache, wenn ich weiter Dinge überdenke und meine Gedankenschleifen drehe, dann generiert das eben diese Fight-of-Flight-Response und dann kann mein Körper irgendwie nicht zur Ruhe kommen, also muss ich jetzt eine Lösung finden, dieses System oder diesen Mechanismus bei mir zu verändern. Und damit bin ich halt auch, sag ich mal, als Mensch so weit gekommen und konnte so viele Dinge ablegen, die ich wahrscheinlich nicht abgelegt hätte, wäre ich sofort gesund geworden mit dem Lightning-Prozess. Und so ist es auch nach wie vor noch. Also, dass ich nach wie vor sozusagen Traumata verändere mit dem Lightning-Prozess, weil die eben sich nicht von alleine gelöst haben, einfach so nach 3 Tagen. Und ich glaube, ich gebe mal einfach ein Beispiel, weil es gerade für mich so interessant ist. Ich denke mal, durch die MECFS-Zeit, durch die 5 Jahre, hat sich bei mir beim Schlafen ein Trauma eingesetzt. Ich merke, ich kann nicht mit Leuten zusammen im Raum schlafen, weil dann irgendwie mein System nicht zur Ruhe kommt. Und das konnte ich davor. Ja, ich glaube, das kennen super viele Leute. Ja. Und das ist sicher durch diese Jahre entstanden und es war davor nicht so. Ich habe immer bei Freunden übernachtet oder mit meinen Geschwistern. Ich habe ja 4 Geschwister, wir haben immer zusammen im Zimmer übernachtet. Und das ist jetzt nicht mehr so. Und ich merke, dass ich da wieder hin will. Ich war jetzt eine Woche mit Freunden in Kroatien und ich hätte super gerne einfach mit meiner Freundin da zusammen in einem Bett gepennt, weil ich das einfach liebe. Eigentlich finde ich das super schön, so, weißt du, so Girls Night und einfach zusammen im Bett übernachten und quatschen, bis man so müde ist, dass man einfach einschläft. So ist das ganz normal. Und das funktioniert irgendwie nicht, weil ich kann dir das nicht verraten. Ich kann dir das nicht sagen, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, was da bei mir passiert in dem Moment, wo ich einschlafen möchte. Aber es funktioniert eben noch nicht. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel auch ran. Und da werde ich sicher den Lightning-Prozess auch mitverwenden, um eben dieses Trauma irgendwie aufzulösen. Vielleicht brauche ich dann auch nochmal Hilfe von außen. Vielleicht brauche ich auch nochmal eine Session mit einer Kollegin oder so, um da weiterzukommen. Aber das ist eben so eine Sache, die sich eben nicht in Luft aufgelöst hat bisher. Und ich bin mir sicher, dass es sich auflösen wird, weil ich viele Dinge schon aufgelöst habe. Aber es ist eben eine Sache, die bisher noch nicht wichtig war und jetzt so langsam merke ich, jetzt will ich das aber, weil jetzt wird es wichtig, jetzt möchte ich wieder unterwegs sein und spontan einfach irgendwo mal übernachten können und da möchte ich nicht immer ein eigenes Zimmer für mich buchen müssen sozusagen. Und das ist eine Sache davon zum Beispiel, an der ich noch gerade arbeite. Genau. Ja, das finde ich einen guten und wichtigen Punkt zu sagen, dass das alles wirklich ein Prozess ist. Ja. Lightning heißt ja auch Prozess. Ja. Und ich glaube, diese ganzen anderen Programme oder auch wenn man nicht so ein Programm macht, diese ganze Heilung ist einfach ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Und auch einer, der jetzt vielleicht, gut, bei Krebs kann man sagen, da gibt es Menschen, die haben eine spontane Remission. Oh, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Hintergrund hört. Hier geht die Sirene an, aber es ist alles gut. Das ist hier, glaube ich, der erste Samstag im Monat. Ist ja immer Feuerwehr. Test. Mhm. Feuerwehrtest, ja genau. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Irgendwas mit Remission hast du gesprochen. Achso, genau, das ist bei manchen Menschen gibt es diese spontane Remission, aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist einfach ein Prozess und das kann lange dauern. Und je mehr, ich sag jetzt mal, ganz ungeniert Scheißdreck man im Leben erlebt hat oder irgendwie abgespeichert hat, desto mehr muss man auch aufarbeiten. Ja, genau, das ist das. Du hast eben noch ein Wort gesagt und dann muss ich dich unbedingt ganz schnell noch unterbrechen und zwar dieses Wort, ich mache das, ich mache Stress oder ich mache das zu tun. Ja. Das ist mir bei dir im Buch aufgefallen, das ist was ganz Spezielles bei dir. Ja. Was meinst du damit? Okay, also
Ich möchte noch mal kurz erwähnen, dass ich das in dem Buch auch nicht ganz richtig geschrieben habe, weil über dem A theoretisch eben ein Akzent circumflex sein sollte, damit man unterscheidet zwischen etwas aktiv bewusst machen und etwas unbewusst machen. Also das Machen hat der Phil Parker entwickelt als Wort, was sozusagen dafür stehen soll, dass wir Dinge unbewusst tun. Also zum Beispiel, ich mache eine Erkältung, bedeutet nicht, dass ich das mit Absicht mache, sondern das bedeutet nur, dass das irgendwie in meinem System passiert und dass ich das unterbewusst mache und dass eben Prozesse in meinem Körper stattfinden. Und worauf es hinauslaufen soll, ist, dass wir in eine aktive Rolle kommen. Also dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir eben nicht, so wie es leider oft bei MCFS so ist, dass wir nicht denken, wir sind Opfer unserer selbst und wir sind Opfer von der Krankheit und wir können nichts dagegen tun, sondern dass wir in eine Haltung kommen, wo wir merken, okay, wenn ich das mache, dann gibt es vielleicht auch die Option, etwas anders zu machen oder zumindest zu wissen, dass das nicht für immer so bleiben muss irgendwie. So, das soll eben verändern sein. Wobei ich auch an der Stelle, da hatte ich mit meinen eigenen Klienten schon Diskussionen drüber, für einige war das super viel, für viele war das unangenehm, ja, weil sie dann sagen, ja, aber dann fühle ich mich schuldig, wenn ich sage, ich mache das. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich hatte auch durchaus Zeiten, wo ich gesagt habe, ich lege das Machen jetzt ab, weil das mir gerade nicht mehr hilfreich erscheint, weil ich mir mehr Druck damit mache, wenn ich das Gefühl habe, ich bin immer für alles verantwortlich, was ich tue. Und ich denke auch, es ist okay, wenn man damit vorsichtig ist. Ich glaube, für den Anfang, wenn man anfängt, irgendwas in seinem Leben zu verändern, ist es immer gut, irgendwie das anzunehmen, weil alleine diese sprachliche Veränderung eben für das Gehirn total super ist, weil es dann merkt, oh, das klingt aber komisch. Und ich glaube, das ist genau richtig, wenn das komisch klingt, weil das eben auch ein Zeichen von Veränderung ist. Es ist ein Zeichen davon, dass dein Gehirn anfängt, eben neue Strukturen zu errichten. Und das ist ja genau, was wir wollen. Und das unterstützt das sozusagen. Und gleichzeitig denke ich, wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, dass man selber so sehr in die Selbstverantwortung geht, dass man eigentlich nur sich Druck macht, also wenn es nicht mehr Verantwortung ist, sondern Pressure, dann ist es meines Erachtens auch wichtig, dann nicht zu, also dem Klienten dann zu vermitteln, du musst es jetzt aber weiter sagen, weil es gehört sich so, sondern zu sagen, okay, wenn es für dich gerade nicht hilfreich ist, dann leg das ab oder veränder was an dem Gefühl, das du dazu hast. Die zwei Optionen hast du. Und ich habe für mich irgendwann eben entschieden, ich lege das jetzt ab, ich benutze es nicht mehr. Aber da das bei mir so, ich habe das ja so lange trainiert, dass das halt bei mir manchmal einfach mit reinrutscht. Manchmal sage ich es nicht, manchmal sage ich es. Und es ist immer so nach dem Gefühl, so wie ich es gerade fühle, wie es sich richtig anhört. So sage ich es dann eben. Okay, ja, danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast. So, ja, ich könnte jetzt noch 1000 Fragen stellen zu dem Lightning-Prozess. Gibt's ja auch viel zu sagen. Wir sprechen aber auch schon eine ganze Weile. Ich würde einfach sagen, wer tatsächlich Interesse hat an dem Lightning-Prozess, der kann sich einfach mit der Gwendolyn mal austauschen. Und Gwendolyn ist auch ein Lightning-Prozess-Coach. Vielleicht sagst du ganz noch kurz nochmal, du schreibst auch zum Beispiel, du bist NLP- und Hypnotherapie-Coach, wie das so ablaufen würde. Genau. Und wie ich es jetzt verstanden habe, ist, du bist nicht nur für die 3 Tage da, sondern wärst auch für länger da, um die Leute zu begleiten. Genau. Also im Prinzip ist es eben so, dass wir dieses Seminar haben und nach diesem Seminar gibt es 3 Folgestunden, die in den 3 Wochen nach dem Seminar stattfinden. Und wer danach eben noch Hilfe braucht, der kann dann eben zu meinen Live-Coaching-Tarifen immer noch was dazu buchen. Und manchmal mache ich es auch so, dass wenn ich einen Klienten habe, wo ich merke, da ist es gut, wenn man vor dem Lightning-Prozess eben noch was vorbereitet, weil da fehlt dann eben zum Beispiel der Glaube, dass er wirklich was an sich verändern kann mit dem Lightning-Prozess. Da wäre es sinnlos, den Lightning-Prozess zu machen, ohne das vorher zu verändern. Und dann sage ich, okay, überleg dir, ob du vielleicht vorher mal 1 oder 2 Sessions bei mir buchst, damit wir daran arbeiten können, um eben die bestmöglichen Erfolge aus dem Lightning-Prozess rausholen zu können. Ja. Denn was wir wollen, ist, dass wir in den Lightning-Prozess reingehen und dass wir ein Gefühl davon haben, ja, wir können wirklich selber was verändern. Und wenn man das eben nicht hat und so denkt so, oh Gott, nee, wahrscheinlich wird das doch nichts für mich, dann blockiert man sich unnötig. Und da wäre es dann eben gut, diese Blockade vorher aufzulösen irgendwie. Genau, so sieht es aus. Ich glaube, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal... Ich weiß nicht, du hast es gesagt, wir haben so lange schon geredet, aber ich glaube, es wäre mir
jetzt wichtig, an der Stelle auch noch mal ein paar Sachen zu meiner leitenden Prozesskarriere zu sagen, also als Coach. Ja, total gerne. Okay. Total gerne. Weil sich da einfach für mich in den letzten Monaten sehr viel nochmal rauskristallisiert hat. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich so über die Kritik und Mythen vom leitenden Prozess gesprochen habe und auch selber nochmal gesagt habe, dass ich tatsächlich mit dem Business-Aufbau von dem leitenden Prozess nicht zufrieden bin. Und für mich steht jetzt schon fest, dass ich das Institut verlassen werde. Ich weiß nur noch nicht genau wann. Und was ich machen werde, ist, dass ich die Technik, die ich gelernt habe, für mich mitnehmen werde. Ich werde sicher Dinge verändern, weil ich nicht ganz unbedingt immer mit allem zufrieden bin, wie das abgehandelt wird sozusagen, und werde dann mein eigenes draus machen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich die Technik Mist finde. Im Gegenteil, ich finde die so hilfreich. Für mich hat sie mein komplettes Leben verändert. Aber es gibt eben Dinge in diesem Business, die leider, wo ich eigentlich nur Nachteile habe. Und das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute am leitenden Prozess kritisieren. Also einmal so der finanzielle Aspekt, dann wie das kommuniziert wird. Und ich fühle mich da drin nicht gut aufgehoben, und das spiegelt sich ja dann auch in meinen Klienten wieder, und ich glaube, dass es dann einfach gut ist, da auch rauszugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja, also das will ich an der Stelle nochmal sagen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann sich das verändern wird und wie sich das verändern wird, aber ich kann die Kritik von dem Leitungsprozess so gut nachvollziehen und erlebe das leider als Praktiker selber, dass ich da irgendwann rausgehen werde, vermutlich spätestens nächstes Jahr. Mhm. Voraussichtlich, genau. Okay, ja, sehr interessant. Ja. Gut, finde ich total klasse, dass du da so offen drüber redest. Das macht es nämlich auch bei dir so transparent. Und deswegen, wie gesagt, habe ich auch durch dich gedacht, hier, nee, der Lightning Process ist vom Prinzip her kein Schmarrn. Es ist einfach, wie du sagst, es geht um Neuroplastizität, es ist ein Brain Training Programm, genauso wie diese ganzen anderen Programme, die es hier gibt, auch. Genau. Ja, ich glaube auch. Was du nochmal gesagt hast. Aber du hast, was ich noch ganz kurz fragen will, auf deiner Website steht, du bist eben auch NLP und Hypnotherapie Coach. Genau. Beziehungsweise in Hypnotherapie ausgebildet, und dieses NLP, neurolinguistisches Programmieren. Was ist das genau? Okay. Ja, das ist immer eine sehr spannende Frage, wo ich ehrlich gesagt selber immer drüber stolper und denke, wie soll ich denn das jetzt erklären? Weil unter NLP stellt man sich ja erstmal neurolinguistisches Programmieren vor. Das heißt, man denkt immer erstmal, es geht viel um Sprache. Und ja, es geht auch viel um Sprache. Aber was ich in meiner NLP-Ausbildung vor allem gelernt habe, sind eben Methoden, die mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Das heißt, es ist nicht wie in der Therapie, wir reden über deine Probleme, sondern wir gucken uns das Problem an, und dann arbeiten wir relativ spielerisch mit deinem Unterbewusstsein an Dingen. Also es dürfen Prozesse und Veränderungen eben auch stattfinden auf einem recht unbewussten Level. Also wo wir dann erstmal so denken, ja, und wie sollen wir das jetzt helfen? Und dann merkst du aber später irgendwann, ach krass, das hat sich ja jetzt irgendwie aufgelöst dadurch. Und das ist eben, was wir mit NLP machen. Wir nutzen also Neuroplastizität, wir nutzen die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern, je nachdem, wie wir es benutzen. Wir benutzen Sprache, aber wir benutzen eben nicht nur Sprache. Das ist, glaube ich, so dieser Fehlglaube, dass NLP nur darauf basiert, dass wir uns gute Worte sagen. Und das ist zu einfach. Es ist Teil davon, aber es ist nicht alles. Also es ist hauptsächlich eben Methoden, die wir verwenden, um Veränderungen zu erschaffen. Spielerisch. So würde ich das sagen. Gut, schön zusammengefasst. Ja, weil linguistisch, Entschuldigung, denkt man natürlich daran, dass das, ja, ich sage jetzt nicht, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin gut genug, ich kann das, und dann ist alles gut. Aber es ist eben nicht so einfach. Das reicht nicht. Ja, genau. Ja, was ich jetzt so von dir hier so die ganze Zeit eigentlich raushöre, ist, dass das Thema Psychologie doch eigentlich einen ziemlich hohen Stellenwert auch hat auf deiner Heilungsreise. Und ich weiß, das Thema Psyche ist bei ME/CFS ein total rotes Tuch. Und ich verstehe das, ich komme da auch her. Ich habe das total abgewendet, weil ich bin immer als Psycho behandelt worden von Ärzten. Ich habe das so gehasst. Das alles ist auch immer aus der Depression, bla bla bla. genau. aber ich musste leider auch selber lernen, dass bei mir eben diese ganzen körperlichen Therapien oder dieses, ich behandle die Symptome, dass das eben nicht ausreicht, sondern man muss eben an die Ursache gehen. Und es ist eben so, dass, denke ich, bei jeder Krankheit, jede körperliche Krankheit tut auch die Psyche beeinflussen, und jede psychische Krankheit den Körper beeinflussen. Und deswegen muss man immer beides angehen. Ja.
Und ich habe jetzt eben auf meiner Heilungsreise auch feststellen müssen, dass die Psyche und unterdrückte Emotionen und eben Glaubenssätze eine ziemlich große Rolle spielen, weil das natürlich wieder dazu führt, dass ich mich wie ein Perfektionist zum Beispiel verhalte und das steht mir wieder, stehe ich mir selber hin. Das generiert Stress, weil ich dann alles so gut machen will. Genau. Und ich bin immer wieder in Stress und immer angstgetrieben und das macht einfach keinen Sinn. Und man muss eben doch diese ganzen, was auch immer für Methoden, also ich mache zum Beispiel eben mit einer Psychotherapeutin und ganz viel eben selber über Bücher und den 100. Kurs und das 20. Buch. Man muss einfach dahinter kommen, warum ist man so und was hat einem eben zu dieser Krankheit gemacht. Und ich finde, dass ich das bei dir eben auch raushöre, dass da ein Trauma hat auch immer mit Emotionen zu tun. Trauma hat natürlich auch, es gibt körperliche Traumata, ein Unfall ist ein Traumata, aber es ist auch zum Beispiel, wenn man sich als Kind vernachlässigt gefühlt hat, ist es auch ein Trauma. Und dass eben diese Sachen eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das so ein bisschen zu erklären, wie das mit dem Lighting-Prozess zusammenspielt, weil ich sage immer so gerne, dass der Lighting-Prozess ein bisschen wie eine Taschentherapie ist, was ich insofern total cool finde, als dass du eben unabhängig von einem Therapeut oder Coach immer dich selber als Personal Trainer an der Hand hast und immer in Momenten, wo du irgendwie jetzt gerade eben ein Muster läufst, wo du merkst, oh, das ist aber jetzt gar nicht gut, da irgendwie helfe ich mir damit jetzt gerade gar nicht, dass du das in dem Moment aktiv bearbeiten kannst und gar nicht erst eine Woche warten musst, bis du dann wieder zum Therapeut gehen kannst. Und da geht es eben genau darum, diese Muster zu durchbrechen. Und ich füge da auch nochmal kurz ein, genau was du gesagt hast. Ich hasse es, wenn Leute sagen, ME/CFS ist eine psychische Erkrankung, weil das ist Schmarrn, das stimmt einfach nicht. Ich hasse es auch nach wie vor, wenn Leute zu mir das sagen, dass das ja alles eine psychische Erkrankung ist. Und gleichzeitig ist wichtig zu verstehen, dass trotzdem eben mit der Body-Mind-Connection wir durch das Verändern unseres Geistes, unserer Mentalität, unserer Psyche eben wir den Körper beeinflussen können. Das ist eben die sogenannte Body-Mind-Connection. Unter anderem auch Placebo-Effekt ist genau dasselbe. Also ein Placebo-Effekt funktioniert auch nur über das Gehirn, ist sozusagen in Anführungsstrichen psychisch und wirkt sich trotzdem körperlich aus. Ja, so kann man das eben verstehen. Und was wir eben mit dem Lightning-Prozess schaffen können, ist, dass wir eben diese Mechanismen erkennen. Also erstens, das ist die Sache, die wir lernen in dem Seminar, dass wir diese Mechanismen sehen und sehen, okay, jetzt mache ich wieder Perfektionismus oder jetzt mache ich wieder was weiß ich, was einen da eben so treibt. Und dass man dann eben darauf reagiert sofort und sich selber coacht und sich da selber rauscoacht sozusagen. Und das kann man machen mit negativen Gedanken, mit komischen eben Mustern, die man so an den Tag legt oder eben auch mit Symptomen. So, deswegen ist das, finde ich, schön, einfach eine sehr clevere, schöne Kombination für die verschiedenen Bereiche für einen. Genau. Absolut, absolut. Nehme ich dir total zu. Ja, ich würde gerne noch wissen, wie lange deine Genesungsreise gedauert hat und wie du eigentlich Genesen definierst. Es ist hier mein Licht ausgegangen, aber es ist nicht dramatisch. ich fand schon vorhin cool, dass du gesagt hast, dass ich vollständig geheilt bin, weil ich glaube, ich habe das gar nie so gesagt. Es ist auch ganz schlimm. Ich find es irgendwie immer schön eigentlich, weil ich dann immer mir so denke, ja, vielleicht stimmt es ja, was die Leute über mich sagen. Also es ist so, ich sage, dass ich nach wie vor noch Gesundheit aufbaue. Also was ich gerade erzählt habe mit diesem Nachts schlafen können, das ist so eine Sache, die eben, die für mich noch nicht ganz stimmig ist, ja. Und ich fühle mich da einfach noch nicht ganz gesund an der Stelle oder so ganz entspannt, sagen wir mal so. Nicht gesund, sagen wir mal, ich fühle mich da noch nicht ganz entspannt. Darum arbeite ich daran auch. Und ich merke halt auch, wenn ich eben mal so eine Nacht habe, wo ich dann, angenommen, jetzt habe ich vorletzte Nacht bei einer Freundin übernachtet, das hat nicht gut funktioniert, sprich, ich habe wenig bis gar nicht geschlafen und bin dann irgendwie morgens um 6 wieder nach Hause gefahren und dachte so, jetzt gehe ich mal schlafen. Und ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zu wissen, dass mein Körper nicht ganz so normal zurückbounced wie jemand, der nie CFS hatte. Also ich glaube, dass ich auch dann da eben länger dann eben damit zu tun habe, wieder auf das wache Level zu kommen, wo ich vorher war oder wo andere sind. Genauso wie das Thema Immunsystem. Ich merke auch, dass mein Immunsystem noch nicht ganz so stabil reagiert wie jemand, der noch nie mit CFS zu tun hatte. Und da ist für mich einfach so die Sache, dass ich sage, okay, mache ich mir jetzt den Stress und denke, dass ich immer noch krank bin? Oder sage ich, nee, ich bin nicht mehr krank, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr, also
andersrum, es bedeutet, dass ich trotzdem noch im Prozess des Gesundwerdens bin, sozusagen. Also ich finde, man muss aufpassen, dass man sich selber nicht mehr labelt als Kranker, weil das bin ich definitiv nicht mehr. Dafür kann ich einfach viel zu viele Sachen. Ich kann wirklich quasi alles machen. Und gleichzeitig gebe ich mir selber die Freiheit zu sagen, okay, aber es gibt trotzdem noch Dinge, da darf ich Gesundheit eben noch lernen und aufbauen. Und das ist völlig okay. Und ehrlich gesagt ist es auch scheißegal. Also ob ich dann jetzt eben mal noch ein bisschen müder bin als jemand, der nie mit CFS zu tun hatte, who cares? Weil ich kann trotzdem mein Leben so leben, wie ich das mir ungefähr vorstelle. Und und selbst wenn es mal nicht ganz so ist, dann ist es ehrlich gesagt auch okay. Ich habe keine Lust mehr, mich zu stempeln. Ich habe keine Lust mehr, mir selber den Stress zu machen, sagen zu müssen, ich muss jetzt genau so gesund sein wie ein quicklebendiger, nie mit CFS zu tun gehabter Mensch. Warum sollte ich das tun? So, für wen oder für was? Ich weiß, dass es für viele Menschen wichtig ist, weil das Vergleichen, glaube ich, eine große Rolle spielt beim CFS und weil sie auch gerne irgendwie so eine Sicherheit haben wollen. Sie wollen irgendwie so die Sicherheit, ja, die Gwendolin, die ist mit dem gleichen Prozess vollständig genesen. Und dann kann ich das auch schaffen. Wenn die das schafft, aber wenn die jetzt nie, also wenn die jetzt immer noch Sachen hat, an denen die arbeitet, ja, dann ist die ja immer noch krank oder so. Und da denke ich mir so, wenn du das für dich so, also so damit darüber denken möchtest, lasse ich dir das gerne so. ich kann es aber nicht empfehlen. Ich kann immer empfehlen zu sagen, guck mal, wie weit ich es geschafft habe und was ich alles schon machen kann. Und ich glaube, viele Leute würden so viel dafür geben, um an der Stelle zu sein, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, das reicht einfach schon aus. Und auch wenn es noch Dinge gibt, die eben nicht 100% so sind, wie ich sie als Kind hatte, dann so what? Es ist doch egal. Who cares? So, also das ist, das finde ich, ist wichtig. Ich habe alle Stempel aufgegeben. Ich habe gesagt, ist doch scheißegal. Ist doch wurscht. Auch für die Leute, die mit mir den Leitungsprozess machen, ist doch scheißegal, ob du morgen gesund bist oder nicht. Es ist wichtig, dass du für dich die Dinge, die du verändern möchtest, angehst eben und dass du Learning by Doing machst. Und ich glaube, viel wichtiger als sich zu wünschen, gesund zu sein, ist sich zu wünschen, die Dinge wieder machen zu können oder andere Dinge machen zu können, die man sich wünscht. Ich glaube, dass der Fokus auf dieses Gesundwerden, auf dieses krampfhafte, ich muss gesund werden und ich will gesund werden, teilweise eine Blockade sein kann. Drum empfehle ich eigentlich, also wenn ich mit Leuten im Seminar oder vorher arbeite, dann sage ich nicht, dann frage ich sie immer, was sind deine drei Wünsche, deine drei größten Wünsche, unabhängig von dem, dass du gesund werden möchtest. Und dann fokussiere dich lieber auf darauf, anstatt auf das Gesundwerden, weil du kannst Dinge auch machen, auch wenn du noch nicht 100% gesund bist. Und wenn du die dann machen kannst, dann wirst du merken, ah krass, das kann ich wieder machen, das wird dir mehr Selbstbewusstsein geben, das wird dir mehr Empowerment geben, dadurch wirst du körperlich und mental stabiler, dann kannst du noch mehr Dinge machen. Das ist also so ein positiver Prozess. Und wenn du immer wartest, bis du ganz gesund bist, um endlich dein Leben zu leben, dann wirst du unter Umständen nicht glücklich werden, weil es manchmal eben ein Prozess ist. Und genauso ist das halt für mich, wo ich sage, ey, ich lasse mich jetzt nicht aufhalten davon, dass ich eben noch nicht 100% da bin, wo ich vielleicht sein möchte. Ich mache die Dinge einfach trotzdem. Und wenn ich dann halt mal kurz einen Crash habe, dann habe ich halt mal kurz einen Crash. So what? Wen interessiert? So, ja. Das finde ich ganz wichtig. Ja, finde ich sehr schön formuliert und macht aus meiner Sicht auch Sinn. Ich habe zum Beispiel auch mal viele Recovery-Videos angeschaut auf dem Kanal von der Ray Nagel und auf anderen Kanälen. Und ich finde, dass ich da immer auf ähnliche Sachen stoße. Also es ist alle, die sich als genesen definieren, sagen halt einfach, sie können jetzt wieder ein normales Leben leben und müssen nicht ständig Angst haben, müssen deswegen wieder 3 Wochen flach liegen. Aber es ist bei allen irgendwie so ein bisschen so eine Angst da, was ist da? Man weiß ja nicht genau, was ist da vielleicht doch alles im Körper irgendwie durcheinander? Kommt das wieder? Ist das noch drin? Und ich denke gerade genauso, wie du sagst, Menschen, die tatsächlich auch ein Trauma erlebt haben, das ist einfach was, das ist halt über vielleicht viele Jahre im Körper gespeichert und im Gehirn und im Geist gespeichert. Und das ist vielleicht auch ein lebenslanger Prozess. Und dann muss man sich vielleicht auch fragen, definiere ich Gesundheit und wie definiere ich Krankheit? Ich finde, das hast du alles ganz gut angesprochen. Und was ich auch jetzt bei dir rausgehört habe und auch aus vielen anderen Recovery-Videos immer höre, ist,
Und dass die Menschen eigentlich durch diesen ganzen Heilungsprozess ein anderer Mensch geworden sind wie vorher. Mit anderen Werten, unter anderem, was einem wichtig ist und auch sich einfach mehr auf sich achten und auch einfach mehr auf sich spüren. Und das denke ich, ist bei dir auch so. Und ich denke auch, dass wir sind einfach keine Roboter, zum Glück nicht, sondern wir sind eben Lebewesen, wir sind Organismen und uns geht's mal besser und uns geht's mal schlechter und irgendwie symptomfrei wird man wahrscheinlich nie sein, man wird immer irgendwelche Körperempfindungen haben. Aber ich denke, es geht einfach darum, dass man sagt kann, okay, ich kann jeder normales Leben leben. Ja. Ich nicht vielleicht auf dem 100% bin, wo ich vorher war. Vielleicht wissen wir das aber auch gar nicht. Okay, vielleicht war ich vorher oder 50%. Genau. Also ich muss sagen, dass mein Leben vor dem Leitmann-Prozess nicht schön war. Also ich, so, und deswegen sage ich, mein Leben jetzt ist so viel geiler, weil ich so viel mehr ich bin und so viel einfach mehr entscheide nach meiner Nase. Ich habe was richtig Cooles gestern gemacht. Ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich habe gesagt, okay, ich glaube, ich muss einfach mal nach Neuseeland wieder Work and Travel machen und habe einfach meine Wohnung gekündigt. Das hätte ich vorher nie gemacht. Und jetzt mache ich solche Dinge und dann denke ich mir, ach, Gwendolyn, im Ernst jetzt? Und dann denke ich aber wieder, ich glaube, das ist genau das, so sein Bauchgefühl einfach zu vertrauen und zu sagen, ich mache jetzt einfach was Verrücktes, weil mein Bauch mir einfach gerade sagt, ich will alles gerade hinter mir lassen und einfach was Neues starten. Und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, das hätte ich früher nie gemacht, nie. Ich habe viel zu viel Schiss vor was auch immer gehabt. Und genau, also ich kann eigentlich alles nur bestätigen, was du gesagt hast, dass eben diese Veränderung, die durch sowas kommt, die ist einfach genial. Und an einer Stelle würde ich dir, glaube ich, gerne widersprechen, und zwar der Satz, wahrscheinlich wird man nie symptomfrei sein. Ich glaube, das ist tendenziell eher ein Glaubenssatz. Ich glaube, dass das schon geht. Also ich bin mir sicher, dass das für mich geht. Ich hatte Momente, wo das so, oder sag ich mal, wirklich Momente, wo ich dachte, jetzt fühle ich mich genau wie als Kind. Ich habe alle Energie der Welt. Ich kann machen, was ich will. Und ich bin mir auch sicher, dass das irgendwann so kommen wird, weil ich eben meine Entwicklung sehe und ich denke, es ist möglich. Es ist möglich. Und ich bin jetzt schon so gut darin, so viel entspannter als früher, kann so viele Dinge loslassen. Klar werde ich da hinkommen. Deswegen, ich würde mir das einfach offen halten. Ich würde sagen, dass es möglich ist. Ich bin mir auch sicher, dass es eben diese Schnellheilung gibt, dass es Leute gibt, die innerhalb von einem Tag sagen, boah, Fatigue ist einfach nicht mehr Teil meines Lebens. Deswegen, ich würde das mir einfach immer offen halten, dass das für mich möglich ist, sozusagen. Und ich bin mir da bei mir sicher. Ich weiß noch nicht genau, wann das so sein wird, dass ich sagen werde, jetzt fühle ich mich wieder wie, als wäre ich 5 und wäre Pippi Langstrumpf. Aber ich weiß, dass das passieren wird. Und das wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ja, vielleicht habe ich das dann auch ein bisschen mit dem Wort Symptom ein bisschen blöd ausgedrückt. Ich meine einfach nur, dass wir ein lebendiger Organismus sind und dass immer mal irgendwo was zwackt oder einmal was wehtut oder mal irgendwie was man alles gegessen hat, dass man also nicht wie so ein Roboter ist. Aber natürlich geht es irgendwie darum, dass man nicht sein Leben mit immer noch mit Fatigue verbringt oder mit Schmerzen oder so. Dann habe ich das eigentlich hier. Ja, aber es ist ja gut, dass wir immer drüber gesprochen haben. Ja, du bist unheimlich engagiert. Wie gesagt, ich habe gesagt, du hast ein Buch geschrieben, du hast einen YouTube-Kanal schon eine ganze Weile und du bist jetzt sogar Coach. Was ist denn da so der Antrieb? Also ich glaube, ganz am Anfang, als ich den Lightning-Prozess selber gemacht habe, dachte ich erstmal, boah, das ist geil. Also erstmal dachte ich einfach, das ist geil. Und dann dachte ich, das gibt's noch nicht in Deutschland. Und dann dachte ich, oh, ich glaube, das ist eine Chance, das nach Deutschland zu bringen. Das ist für mich eine Chance, was zu machen, was mir Freude macht, wovon ich auch wirklich was verstehe, weil ich da einfach selber durchgegangen bin, wo ich mir selber was aufbauen kann. Und das war so die Mischung der Motivation dahinter. Und mir ging das auch wirklich die ganze Zeit noch so über die Ausbildung, dass ich dachte, ja, that's it, das werde ich jetzt machen. Jetzt so langsam kam eben bei mir so eine Welle, wo ich gemerkt habe, oha, ich habe noch gar nie in meinem Leben mal so richtig gelebt. Und jetzt geht's mir so gut, dass ich eigentlich fast alles wieder machen kann. Und jetzt soll ich anfangen zu arbeiten. Und jetzt merke ich, vielleicht ist es für mich gut, auch erstmal eben was anderes zu machen. Also irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat und wo es einfach nur darum geht, ich weiß es nicht, eben nach Neuseeland und Kiwis pflücken oder sowas. Was eben mal komplett weg von dem ist, was ich bisher hatte. Und da ist, also
da ist eben bei mir jetzt gerade was im Wandel. Ne? Das ist, hat auch damit zu tun, dass ich mit dem Institut nicht ganz zufrieden bin. Es ist einfach so eine Korrelation von zwei Dingen, wo ich einfach merke, okay, ich glaube, dass ich, also ich liebe die Arbeit, mir macht das richtig dolle Spaß, aber ich glaube, dass es jetzt gerade gut für mich ist, auch mal noch was anderes zu machen. Und deswegen, wie ich schon vorhin zwar angekündigt habe, werde ich eben aus diesem Institut irgendwann aussteigen und ich werde eben auch wahrscheinlich eine Weile mal gar kein Coaching mehr machen oder nur ganz wenig Coaching machen und eben mal ein bisschen mehr leben. Sozusagen. Ja, genau. So. Das kann ich sehr gut verstehen und das hättest du auch extremst verdient. Trotzdem denke ich mal, war schon irgendwie die Motivation oder der Antrieb auch auf diese Krankheit aufmerksam zu machen und vielleicht mit auf jeden Fall. Also das war irgendwie das Ziel mit dem Buch, war definitiv zu sagen, also erstmal glaube ich, wollte ich in meinem Leben schon immer mal ein Buch geschrieben haben. Und bei dem Buch war das super, weil das mir so einfach von der Hand ging. Also das war einfach so schnell geschrieben und ich dachte, komm, das mache ich jetzt einfach. Und bei dem Buch war für mich ganz klar, dass ich gesagt habe, ich will, dass die Leute irgendwas in der Hand haben, was ihnen irgendwie ein bisschen Sicherheit gibt, ne? Wo sie einfach sagen können, wer mich nicht versteht, hier, nimm das Buch und lies es. Dann weißt du, dass ich damit nicht alleine bin und dass ich mir das nicht ausdenke. Und das war irgendwie so mein Gedanke dahinter, dass ich wollte, dass die Leute sich selber besser verstehen und dass sie eben irgendwas in der Hand haben, für andere auch. Und die Rückmeldung bekomme ich auch immer wieder, dass Leute eben sagen, boah, das tut irgendwie einfach gut, das zu lesen und das zu hören. Und ich habe es dann meiner Nachbarin gegeben und sie hatte dann mehr Verständnis für mich. Und das ist genau, wo ich denke, yes, genau das wollte ich damit unter anderem eben erreichen. Also auch wenn ich, also ich bin selber manchmal noch sehr perfektionistisch unterwegs und bin nicht ganz happy mit dem Buch und dem Cover und denke mir, aber es ist egal, weil das, was ich damit rausgeben kann, das ist genug. Das ist mehr als genug für jetzt. Und deswegen ist es okay, so wie es ist. Genau. Ja, das, ja, genau. Man muss einfach sagen, es ist gut genug. Genau, es ist perfekt genug, um das zu erreichen, was es erreichen soll. Ja. Genau. Ja, genau. Ja, dann vielleicht noch als die abschließenden Fragen. Was du für Menschen, die ME/CFS oder ähnliche Erkrankungen haben, vielleicht für eine positive Botschaft hast und vielleicht auch, du hast ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was man so, wenn man in diesem, ja, man ist ja doch ziemlich verzweifelt und hoffnungslos auch, wie man so den ersten Schritt schaffen kann Richtung Heilung und ja, vielleicht noch irgendwas, was ich auch vergessen habe zu fragen, was ja aber ganz wichtig ist zu sagen. Hey, das sind große Fragen. Jetzt habe ich ein großes Gefühl der Verantwortung, aber ich kann, glaube ich, ihr gar nichts anderes machen, als nur aus meiner Erfahrung zu sprechen. Also das Erste, was ich einfach nochmal sagen möchte, ist, dass Heilung eine Option ist. Also so, mein Buch heißt nicht umsonst so, Heilung ist eine Option und besser werden ist eine Option. Und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Message, die ich rausgeben will, dass eben dass es die Möglichkeit gibt, gesund zu werden und ob das jetzt nun mit dem Leitenprozess ist oder mit dem Gupta-Programm, mit dem CFS-Health-Programm, mit irgendwelchen Atemübungen, ist am Ende völlig egal. Es ist völlig egal, aber es ist wichtig zu wissen, dass es funktioniert. Und der Grund, dass das so entstanden ist, dass man glaubt, dass es nicht funktioniert, gesund zu werden, liegt einfach nur daran, dass wir irgendwie noch nicht ganz verstanden haben, was das eben mit diesem Parasympathikus und Sympathikus auf sich hat und was es mit Trauma zu tun hat. Und ich glaube, dass das so allmählich im Kommen ist und dass da irgendwann so ein Verständnis dafür ist, dass dann klar ist, okay, wir müssen jetzt nur das und das und das tun, um eben unser System so und so wieder zu regulieren. Und da ist halt die Forschung noch nicht. Und das ist der einzige Grund, warum wir glauben, dass Heilung nicht möglich ist. Und wie ich schon sage, es ist ein Glaube. Es ist der Glaube aus der hauptsächlich der Schulmedizin, die halt sagt, wir haben noch keine Lösung gefunden. Und da wir noch keine Lösung gefunden haben, kannst du auch nicht gesund werden. Und das ist halt, glaube ich, das, was man dringend hinterfragen sollte und sagen sollte, okay, nur weil du noch nicht die Lösung gefunden hast, heißt es nicht, dass ich mich selber vielleicht irgendeine Lösung finden kann für mich. Das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Und was war deine zweite Frage? Was man so als ersten Schritt machen kann. Das ist, glaube ich, echt eine gute Frage, weil das so individuell ist. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eben den Glauben zu entwickeln, dass man wieder gesund werden kann.
Das ist das Wichtigste. Danach kann man einfach, glaube ich, auf die Suche gehen, was wirkt für mich sinnvoll. Und da kann ich, glaube ich, keinen Tipp geben, weil natürlich war für mich der Lightning-Prozess eben das Große, was eben das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und ich würde mir wünschen, dass alle so eine tolle Erfahrung haben wie ich. Ich hatte auch eine super Coaches, die war einfach, ich habe die wirklich geliebt. Also die war einfach sehr irgendwie feinfühlig mit mir. Und es würde ich einfach jedem gerne wünschen, dass er in diese Selbstwirksamkeit kommen kann, dass er auch von außen jemanden hat, der ihm positives Feedback gibt und der ihm zeigt, was du alles schon drauf hast und was du alles geschafft hast und was du noch alles schaffen kannst. Weil das ist, glaube ich, so das A und O, dass man eben also für mich ist das A und O gewesen, die Gefühle zu entwickeln, was ich alles geschafft habe und was ich alles schaffen kann. Und wenn man in diese Selbstwirksamkeit, in dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit kommt, dann verändert das schon ganz, ganz, ganz viel. Andere Sachen, die ich für mich aus dem Lightning-Prozess mitgenommen habe, ist Imagination. Also einfach sich ganz viel imaginieren, das klingt alles sehr banal, aber ich glaube, dass das bei mir sehr viel geholfen hat, wenn ich zum Beispiel geatmet habe, wie ich mir vorgestellt habe, dass der ganze Müll aus meinem Gehirn, dass ich den beim Einatmen irgendwie rausnehme und beim Ausatmen wie so eine schwarze Schlange also rauspuste und so. Und das hat tatsächlich, glaube ich, mein Nervensystem extrem entspannt, weil zum einen natürlich die Atmung das entspannt und zum anderen aber wirklich dieses sich vorstellen, wie das sich körperlich verändert, wie vielleicht auch die Zellen sich verändern. Ich habe mir manchmal so vorgestellt, dass aus dem Universum so irgendwas runterkommt und meine Zellen sich dadurch verändern und sich aufklären. Und das waren einfach Sachen, die ich zwar nicht so im Lightning-Prozess gelernt habe, aber die ich irgendwie selber dadurch entwickelt habe und wo ich einfach gemerkt habe, das tut total gut, mir vorzustellen, wie mein ganzer Körper einfach mit Licht durchflutet ist und aus Kristallen besteht und wieder einfach schön ist und wieder funktioniert und wieder einfach für mich arbeitet. Und ich habe dann sehr schönes Verhältnis mit meinem Körper aufzubauen. Und das kann ich weiterempfehlen. Das ist auch eine Sache, die kann man schon lange vor dem Lightning-Prozess auch oder vor irgendeiner anderen Technik einfach für sich machen. Und das Nächste ist, glaube ich, einfach, dass man anfängt, seine eigenen Muster zu beobachten und zu hinterfragen und auch zu verändern. Und ich glaube, dass das schon eines der ausschlaggebenden Dinge ist, die bei mir dazu geführt haben, das Nervensystem runterzufahren. Weil ich denke, was nicht funktioniert, ist eben weiter in seinem alten Müll rumzudümpeln und zu glauben, dass man irgendwie durch eine Pille oder so sein Leben verändern kann. Also vielleicht ist es möglich, also das ist auch wiederum ein Glaubenssatz von mir, ne? Also das mag sein. Und für mich ist es, glaube ich, aber ein bisschen mehr einfach. Ein bisschen mehr als nur eine Pille schlucken oder so. Genau. Ja, das sind sehr schöne abschließende Worte und tun auch mir gut. Sehr motivierend. Dann sage ich dir, Gwendolyn, ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Da kann ich schon gar nicht mehr sprechen. Vielen Dank, Martina, dass du mich eingeladen hast, trotz aller Vorurteile gegen den Lightning-Prozess. Es hat mich wirklich sehr gefreut.